Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Project Hospital. Schön, dass ihr dabei seid. Und wir sind stehen geblieben bei der Chirurgie. Na, das war ja das, was wir eigentlich erreichen wollen. Wir sind jetzt am Ende des Tag 8. Wir haben hier hinten eine Beobachtungsstation, glaube ich, nennt sich das, von der Notaufnahme. Wir haben die Chirurgie zumindest verstärkt durch ein zweites Ärztezimmer und werden dann heute hoffentlich ohne Kredit, müssen wir mal schauen, ja, wahrscheinlich eher mit Kredit, dann die Praxis nach oben verlegen, beziehungsweise oben die stationäre Aufnahme. 3 haben wir nach Hause geschickt, finde ich noch okay. Die kommen ja dann morgen wieder. So, dass wir jetzt eigentlich vorspringen können. Das ist so der Stand. Über Nacht bleiben noch nicht so viele. Das ändert sich dann, wenn wir die Chirurgie haben. Dann wird es ja auch OPs geben etc. Und nachts dann halt noch eine Notbesetzung. So, ab 20 Uhr können wir die Nacht überspulen. Raumauslastung. Okay, das ist mal gut. Keine kritisch war. Okay, er spult. Mitarbeiter hat Erfahrung gesammelt. Sehr schön. Noch haben wir keine hier zu. Wir können halt dementsprechend hier aktiviert werden. Wir könnten halt hier dementsprechend noch zupacken oder nicht. Wir bräuchten dann aber, glaube ich, Schulungsräume. Genau so. Hier können wir es noch abwählen und anwählen. Die soll ja dementsprechend Notaufnahme sein. Passt also ganz okay. Ja, ganz gut. So, da rennen noch einige rum. Da wir haben einen Arzt, eine Pflegerin hier. Eine Ärztin, das weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Ich glaube Ärztin. Einfach weil wir es besetzen müssen, ne? Sonst zählt es nicht als Abteilung. Aber da ist niemand. Es kann schon mal sein, dass mal jemand noch länger da ist. Der Mitarbeiter war zuletzt noch betrunken. Nicht gut fühlen, okay. Okay, 15% weniger Leistung. Wir sind noch im Plus, ne? Aber ich denke, wir werden... Das werden wir auch erstmal machen. Dass wir noch erinnert wurden. So, das bauen. Wir nehmen jetzt mal den... gar nicht, warum wir das nicht abreißen können. Den Raum schon, ne? Aber Frage, welcher Mitarbeiter da dran ist, dann könnte man ihn ja ganz kurz. Ganz kurz niesen. Okay. Bedeutet, wir haben jetzt den Wagen hier stehen. Ist erstmal okay. Nervt jetzt nicht besonders. So, wir gehen jetzt mal hin in die Kreditabteilung und werden mal das machen. Damit wir oben anfangen können. Und zwar gehen wir Chirurgie. Wir gehen nach oben. Wir gehen in die Abteilung Bau. Weil wir können ja erstmal in die Abteilung hier Chirurgie gehen. Das heißt, das brauchen wir alles hier oben wieder. Bereitschaftsraum, Schwesternzimmer, Diagnostik, Normalstation, Überwachungsstation. So. Normalstation würde ich jetzt hier hinpacken. Zwei Zimmer. Mal so. So. Und so würde ich sagen. Hier nochmal Zimmer, ja. Ja, aber dann können wir den eigentlich ranziehen, ne?
Dann haben wir zwei normale Zimmer. Müssen ja noch nicht beide bauen. Erstmal nur, dass wir geplant haben. Dann haben wir ein Zimmer Überwachungsstation, die ist ja etwas sensibler. Jetzt hier hinsetzen, so. Vielleicht sogar noch einen dicken so. Dann haben wir Bereitschaftsraum. Die Ärzte. Können wir ruhig hier so hinsetzen. Wobei ich würde eventuell einen Aufenthaltsraum hier hinten so planen. Okay. Vielleicht sogar mit Toiletten hier so. Frage. Nicht für die Schwestern reichen da, ne? Jetzt hier sagen. Ein Schwesternzimmer. Reicht für die aber. So. Das ist das Schwesterbereich. Hier noch ein bisschen was abzweigen, so. Und dann ist das so der Eingangsbereich. Jo, passt. Bereitschaftsraum. So, dann haben wir das, das. Da gehen ja eh nur die hin. Okay, das heißt, Hammer Diagnostik wäre ja dann hier vorne. Da müssen eh die Ärzte am meisten hin. Vielleicht sogar zwei planen erstmal. Genau. Chirurgie, ne? Ultraschall, ich weiß nicht, für was sie das brauchen. Planen wir erstmal ein. Okay, dann machen wir das so. Aber das Ultraschall können wir dann hier hinpacken, sonst können wir jetzt erstmal planen. So, dann haben wir schon mal zwei normale Beobachtungsstationen, wo sie von da rein können. Wir haben, wo haben wir? Toilettenkorridor. Beziehungsweise Wartebereich. Wartebereich für das. So. Dann haben wir Korridor. So lassen. So. Ja, also die Planung für die Chirurgie, ne? Also man kommt hoch und hat direkt den Bereich. Geld haben wir natürlich noch nicht viel ausgegeben, oder zum Glück. So, blau. Bedeutet, wir ziehen jetzt erst einmal vielleicht dieses hier. Schön. Zack. 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 Wobei hier, das bleibt eigentlich offen. Weil wir können es ja hier zumachen, dann können das da offen bleiben. So, da bleibt es auch offen für die. Hier machen wir es zu. Hier machen wir zu. Hier machen wir zu so. Jetzt eben gucken, welche Wände wie sind, ne? Vergleichen. Einmal. So. Dann wird. So. Okay. Was haben wir denn außen dann? Dann umgekehrt das hier vielleicht. Zack, zack. Zack.
komplette Außenbereich. Zack. So. Mach jetzt erst einmal komplett außen das lang, was wir jetzt hier genommen haben. Hinten lang. Damit es so ist, ne? Aber sieht das dann in etwa so aus? Normalansicht. Oh! Seit wann können wir denn drehen? Hammer! Okay. Hoch. Der Ansicht. So. Okay. Haben wir schon mal. Also das bleibt hier offen. Doch wirklich auf so. Dann können die da vorne den Wagen hinstellen. Okay. Ich weiß. So, Fliesen. Auffließen, das ist ja ein Untersuchungsraum. Und hier machen wir dann Diagnoseraum, in Anführungszeichen. Können wir das schön mit Fliesen machen. Den Glasbausteinen. Dann haben wir die, ne? Hier ein Untersuchungsraum. So. Kriegen wir noch alles hier unter. Ja, ein bisschen. So. Haben wir Türen. Erstmal Türen. Untersuchungsräume. So. Eins, zwei, drei. Und so. Toiletten können wir auch so machen. So. Hier so hin, da auch schnell rein. Ist der rein. So, dann haben wir ein Nicht-Zutritt. Eine schöne Glastür hier. Ah. Ist egal, weiß ist jetzt nicht ganz so schlimm. So. Aber überall Türen drin, ne? Boden. Boden. Okay, blau. Ja. Okay. Noch dahin machen, den etwas. Helleren, den machen wir hier rein. Und hier rein. Zack, zack. Ja, wenn ihr Tipps habt, wenn ihr irgendwas anders stellt, schreibt es gerne in die Kommentare. Schickt mir auf Discord ein Foto, was ihr anders macht. Dann kann ich es gerne mit einbauen. Ansonsten so weiter, ne, würde ich sagen.
So, das heißt, wir haben jetzt auch die Fliesen hier ready. Können hier noch einmal das nicht den Aufzug abreißen. So, das heißt, wir müssen jetzt Raum für Raum durchgehen, um zu gucken, was er benötigt. Ne? Also wir haben jetzt hier einiges. Zum Glück ist er auf Pause. Und dass wir wahrscheinlich heute auch nicht wirklich groß fortfahren können. So. Okay. Ja. Da muss irgendwas hin, sehe ich gerade. Wir werden die so stellen. Okay. Schon an die Wand. Einmal hin. Schöner der Kleine daneben, der muss bestimmt noch was aufnehmen. So, ja. Machen das hier auch. So, dann hier das noch hin. Das brauchten wir. Okay, das muss auch hier drauf, sehe ich gerade. Okay, ein Sehtest. Mal hier hin. Hin, zack. Frage ist optional, Licht wichtig, aber einmal in Blau. Blau. Und dann noch mobiler Arbeitsplatz. Vorstellen. Geht's nicht, achso, da ist das. Okay. So, wieder Arbeitsplatz da. So. Dann sehen die schon erstmal gleich aus. Das ist schon mal gut, ne? Das heißt, wenn wir jetzt hier drauf gehen, jo. Da sehen wir schon mal die Dings. So, das heißt, jetzt bauen wir die Schwesternstation. So. Dann hatten wir noch einen Essenswagen, glaube ich, der rein musste. Essenstablett. Ansetzen. Trage. Trage würde ich jetzt eher so. Da passt das hin. Was nehmen wir denn als nee. Thekentresen, so heißt er ja sogar. Okay. An, aber beide Plätze können wir eh nicht setzen. Hier noch ein dran oder wir packen da den so hier hin. Okay, cool, auch die nehmen, die sind schöner aus. Können da keine drei Leute dran setzen, ne?
könnten jetzt zumindest 3. Passt schon mal hin. Haben wir. Also mehr muss nicht. Also er hat ja, wir haben ja eigentlich jetzt alles da. Essensdings haben wir. Großen Wärmeschrank. Für was auch immer. Okay. Dekoration hier vorne hin, so. Der könnte gehen. Passt ja zum Blau auch. Oben hat hier keiner. Infobrett. Info. Fertig. Hoffe ich. Mal gucken. Ja, 3 Schwestern kriegen wir unter. 3 Nachts, 3 Tag. So, jetzt kommen die Ärzte. Achso, da fehlt noch eine Tür. Aber diese. So. Haben wir. No entry, nur kein Eingang. So. Ich hoffe, die kommen da durch. Das weiß ich jetzt gar nicht. Die Laptops. Die waren im Angebot. So. Ein Drucker reicht pro Raum, glaube ich. Mal dahin. Hier noch ein Bücherregal haben, wenn sie möchten. Sofa, aber das ist alles too much, glaube ich. Mal dahin mal gucken. Wäre auch ein kleines gewesen. Wollte da auch nochmal eine Flensken hinstellen. So, zack. Müsste auch reichen. Ja, 3 Ärzte haben wir. So, Sofa. Ein Esstisch. Stühlen in Blau. Wir brauchen Schränke. Der Kühlschrank hin. Becken, Kaffeemaschine, hier Wasserspender, dürfte jetzt erstmal so schön reichen. Da kommt natürlich auch Dekoration hin, ein Baum und machen wir hier noch so, zack, sieht doch schön aus, ne? Die erstmal da ihr Pausenraum. So,
Das heißt, die Toiletten. Da müssten wir noch mal ein paar Wände stellen. Dann nehmen wir jetzt mal die Wände. Okay. So. Zu. Türen. PC-Türen blau. Und dann noch WCs. Ein Handwaschbecken. Eigentlich. Machen wir doch zwei, das passt gut hin. So, dann haben die zwei Handtrockengeräte, das passt eigentlich ganz gut. Eine Pflanze im Bad wäre auch nicht verkehrt. Etwas Farbe reinzubekommen. Dann haben wir auch jetzt die Toilette. Und wir sind bei 26 Minuten. Das war die Folge für heute. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und wenn ihr sehen wollt, wie die Chirurgie fertig wird, dann müsst ihr noch 40 Folgen warten. Nein, ich denke mal, dass wir morgen fertig werden. Ich bemühe mich. Bis dahin. Euer Steffen. Ciao.